Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute JJ Jackpot, ihr Leben. Jahrelang zauberte sie ihren Fans ein Lächeln ins Gesicht. Jetzt ist JJ Jackpot völlig überraschend verstorben. Die YouTuberin wurde gerade einmal 32 Jahre alt. Hey, ich bin's wieder, eure JJ, begann Janina Dominique Bouzet jedes ihrer Videos auf YouTube. Die junge Frau mit den wasserstoffblonden Haaren und der braun gebrannten Haut erklärte als JJ Jackpot ihren Fans regelmäßig ihre Welt auf ihre ganz eigene Art und Weise. Von einigen wurde sie schnell als dümmste Blondine Deutschlands abgestempelt, von anderen zur Kultfigur gekürt. Doch aus gesundheitlichen Gründen hatte sich JJ Jackpot vor 3 Jahren von ihren über 250.000 Abonnenten auf YouTube verabschieden müssen. Mit 12 Jahren wurde bei der Niedersächsin eine schwere Herzkrankheit festgestellt, die ihr immer wieder Probleme bereitet hatte. Zudem war sie in psychiatrischer Behandlung. Ihre Videos auf YouTube hatte sie erst einmal einstellen müssen. Doch dann, Anfang des Jahres, meldete sich der Nerz-Erklärbär völlig überraschend zurück. JJ Jackpot ist wieder da. Ich will mich jetzt so zeigen, wie ich mich fühle und wie ich bin. Mehr als vorher, sagte sie im Gespräch mit RTL. Das wird ein richtig gutes Comeback, freute sie sich. Doch nur 10 Wochen später ist Janina tot. Die YouTuberin ist in der Nacht zum 14. April in der Medizinischen Hochschule Hannover für immer eingeschlafen. Das teilte ihr Management dem Kölner Sender mit. Nach langer, schwerer Krankheit kam der Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten, heißt es in dem Statement. JJ Jackpot wurde gerade einmal 32 Jahre alt. Im November wäre die YouTuberin 33 geworden. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, welches eure Lieblingserinnerung an JJ Jackpot ist. Oder falls ihr sie nicht kanntet, könnt ihr es natürlich auch reinschreiben. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.